Herzlich willkommen vor dem Westportal des Reichstagsgebäudes, einem historischen Ort der deutschen Demokratie. Gleich links neben dem Reichstag schließt sich das Paul-Löbe-Haus an, das Haus der Ausschüsse, den wichtigsten Gremien für die Gesetzgebung des Bundes. Direkt gegenüber befindet sich das Kanzleramt, das Zentrum der Exekutive, in Sichtweite zur Legislative, aber auch mit Abstand. Die zu Mauerzeiten bei Westberlinern beliebte Bolzwiese und der nahegelegene Tiergarten sind offen für alle. Die Architektur des Gebäudes soll die Nähe zu den Menschen und die Transparenz des politischen Handelns symbolisieren. Die große Einheitsflagge stand schon hier, als am 3. Oktober 1990 die deutsche Wiedervereinigung an dieser Stelle gefeiert wurde. Zurück zum Westportal. Von einem dieser Fenster auf der linken Hausseite hat der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Republik ausgerufen. Eine Gedenktafel dort erinnert an diesen wichtigen Schritt hin zur parlamentarischen Demokratie. Und wenn Sie die Perspektive eines Redners im Plenum des Deutschen Bundestages kennenlernen wollen, schauen Sie doch das 360-Grad-Video aus dem Plenarsaal.